Der Countdown läuft. Heute um 18 Uhr ist es soweit. Dann trifft Österreich im abschließenden Spiel dieser Gruppe C auf die Ukraine. Hier in Bukarest in der Arena National, die sich jetzt in meinem Rücken befindet. Die Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag, die ist klar. Die Niederlande wird die Gruppe auf Platz 1 beenden. Das ist schon fix. Genauso fix ist es, dass Nordmazedonien derzeit mit 0 Punkten am Tabellenende auch am Tabellenende bleibt. Die werden nicht mehr vom Platz 4 davonkommen. Und dementsprechend am letzten Spieltag geht es nur noch um Platz 2 und Platz 3. Und das im direkten Duell. Spannender könnte es also kaum sein und die Ausgangsposition für die Österreicher, die schaut wie folgt aus. Derzeit hat man mit einem Torverhältnis von 3:3 das Nachsehen gegenüber der Ukraine, das mit einem 4:4 Torverhältnis dasteht, in dem Fall 10 der geschossenen Tore mehr. Das heißt, Österreich ist im Moment Dritter. Mit einem Sieg gegen die Ukraine heute Abend wäre der zweite Platz fix und damit wäre auch das erste EM-Achtelfinale der Geschichte sowie der erste Einzug in eine K.O.-Phase seit der Weltmeisterschaft 1954 Gewissheit. Dann würde Österreich Zweiter sein und im Achtelfinale auf den Sieger der Gruppe A treffen und das am 26. Juni im Londoner Wembley Stadion. Wenn Österreich allerdings nicht gewinnt gegen die Ukraine, dann beginnt das große Zittern. Bei einem Remis hätte man 4 Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis. Das müsste eigentlich reichen, um als einer der 4 besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen. Bei einer Niederlage hingegen, dann hätte Österreich nur 3 Punkte und ein negatives Torverhältnis. Dann beginnt das große Zittern. Dann wüsste unser Team vielleicht erst nach dem letzten Spiel dieser Gruppenphase bei der Europameisterschaft, ob es das Achtelfinale gereicht hat oder nicht. Unsere Hoffnungen, ja, die ruhen natürlich auf einem Mann, auf Marko Arnautović. Der war ja zuletzt in Amsterdam gegen die Niederlande gesperrt, nach seinem Jubler gegen Nordmazedonien. Der feiert sein Comeback, der wird heute zum 90. Mal für das ÖFB-Team auflaufen. Und ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl, der hat gemeint, der Marco, der ist heiß, der ist motiviert, der freut sich auf dieses Spiel. Und wir sind uns alle sicher, der kann unserer Offensive, die ja zuletzt ein wenig ins Stottern geraten ist, die nötige Power geben. Der kann Österreich ins Achtelfinale schießen. Derzeit hält Arnautović ja bei 27 Länderspieltoren. Und vielleicht ein ganz gutes Omen, das letzte Duell mit der Ukraine, das liegt 9 Jahre zurück. Damals gewann Österreich mit 3:2 und Marko Arnautović erzielte einen Doppelpack. Ganz kurz zum heutigen Gegner, zu der Ukraine, der Star der Ukraine, das ist der Trainer, das ist Andriy Sevchenko, der Rekordtorschütze seines Landes. Der gewann 2003 mit dem AC Milan die Champions League, das ist eine wirkliche Legende als Spieler gewesen. Die bekanntesten Spieler, das ist vielleicht Stürmer Andriy Yarmolenko, der Kapitän, der hat ja früher mit Marko Arnautović bei West Ham gemeinsam gespielt und der Außenverteidiger, der Linke, Alexander Zinchenko, der spielt bei Manchester City unter Pep Guardiola, der war heuer im Champions League Finale. Um 18 Uhr ist es soweit, dann erfolgt hier der Anpfiff in der Arena Nacional, dann geht's los und dann zählt's. Österreich trifft auf die Ukraine. Wir freuen uns auf diese Partie und drücken unserem Team natürlich die Daumen, dass es endlich reicht, endlich mal im dritten Anlauf für das Achtelfinale bei einer Europameisterschaft.